Du musst dir bitte vorstellen, dass ich auch öfters in Mädchensachen als Junge in Mädchensachen zur Schule musste. Und da war eine der wenigen Möglichkeiten, dann sich hervorzutun, der Fußball. Hier bin ich nicht geboren und doch bin ich zu Haus. Der raue Wind streicht durch die langen Haare. Hier habe ich mich verloren, so zwischen Katz und Maus. Hier ist mein Land, hier ist mein Land. Geht's los oder was? Geht los. Ich freue mich, dass du da bist. Heute hier, ich muss sagen, vorstellen, Bier trinken mit Hartmut Kiele. Ja, also wer ihn nicht gleich erkennt, brauchst du nicht wundern. Alles gut. Er steht im Guinness-Buch der Rekorde. Ja. Immer noch drin, ja? Nee, jetzt nicht mehr. Nicht mehr, aber damals? Zwei Ausgaben, 95 und 96. Ja, und also zwar hat er da, ich gucke mal nach, ich habe es mir aufgeschrieben. Das ist lieb. 45.472 Mal den Ball jongliert. Das ist, wie lange dauert denn sowas? 6 Stunden 24. Oh, Wahnsinn. 6 Stunden 24. Das sind 4 Fußballspiele. Ja. Jeder Junge oder jeder, der mal einen Fußball in der Hand hatte oder mal Fußball, hat ja mal ein bisschen jongliert, denke ich mal. Naja. Und wenn man da auf 3 Minuten kommt oder so, ist das schon eine Riesenzahl. Denn 3 Minuten bedeutet in etwa 300 Stück. Ich war immer froh, wenn es 3-mal geklappt hat. Ja, das ist einfach nur, er hatte gute Ausbildung. Gute Ausbildung, muss man dazu sagen. Und dann war noch Weltrekord 1998. Ja. 45 Minuten und 13 Sekunden den Ball mit dem Kopf jonglieren. Ja. Also immer. Eine Halbzeit. Ich wollte der Erste sein, der mit Köpfchen spielen kann. Eine Halbzeit lang mit Köpfchen. Das ist aber nur eine Konzentrationssache. Ach so, na klar. Ja, das kann jeder. Ja. Kann eben nicht jeder. Aber du hast gesagt, es ist gute Ausbildung. Was war deine Ausbildung? BFC Dynamo. BFC Dynamo. Sag ich sehr gerne. Ja, genau. Möchter Berliner eigentlich? Ich bin Berliner, ja. Meine Mutti kam aus dem Spreewald, aus Lübben. Und mein Vati Berliner, aber ich bin in Berlin geboren. Ja. Charité. Und dann schon gleich gebäppelt auf dem, also da sagst du es auch, bäppeln? Ja. Ja relativ früh. Wir waren 6 Kinder. Mhm. Mein Zwillingsbruder ist übrigens auch ein sehr, sehr guter Fußballer, aber Torwart. Ja. Und wir sind zum Sichtungstraining 68 dort hingekommen. Ja. Mich hatten sie genommen. Zwillingsbruder leider nicht. Ja. Der ist dann aber noch ein super Torwart geworden. Ja. Und ich durfte dann beim Dynamo bleiben. Ah ja, schön. Ja. Und wie weit hast du es geschafft? Junioren. Junioren. Dann war Ruhe. Ja. Dann muss man auch ganz ehrlich sagen, dann sind die Leistungsanforderungen so groß. Und dafür hat es dann eben nicht gereicht. Ja. Das heißt also, man hat mir perfekt die Technik beigebracht, was man dann auch nutzen konnte. Mhm. Aber dann für das große Spiel hat es dann nicht gereicht. Ah. Naja, aber trotzdem, wenn man gute Ausbildung hat, du machst ja heute noch, da kommen wir gleich dazu, ich muss bloß mal kurz eine kleine Pause machen, wir haben nämlich heute was Besonderes, wir haben hier Pils, Kirnerpils. Wow, woher kommt das? Das kommt aus Ida, in der Nähe von Ida Oberstein und es wurde mir zugespielt von Rainer Krummenauer, der hier immer gerne guckt, Bier trinken mit. Sehr und schön. Und hat gesagt, das wäre doch schön. Rainer heißt er, Rainer. Danke, Rainer. Vielen Dank, Rainer. Und wir gucken mal, ob das schmeckt. Und wenn es nicht schmeckt, da... Dann erwähnen wir ihn nicht mehr. Nee, dann wird er nie mehr erwähnt. Ja, sehr gut. Extra den kleinsten. Ich danke dir. Hier in der Welt. Genommen. Genau. Ja, den erstmal mal stoßen wir an. Jawohl. Zum Wohl. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Rainer, nicht falsch. Immer. Nö, Rainer, gut gemacht. Ja. Körnerbier sollte da unten sehr gerne getrunken werden. Ist doch schön. Also ja, wenn also ich bin immer bereit, wenn hier regionale Biere eintreffen. Adresse wird nicht verraten. Alles klar. Also weiter geht's. Ja. Fußballausbildung gemacht. Ja. Und dann irgendwas gelernt oder irgendwie einen Beruf gelernt? Oder? Das ist kurios. Wir hatten uns vorhin ganz kurz bei der Begrüßung unterhalten über Jürgen Karnay, der übrigens ganz, ganz lieber ist. Ja. Ich habe fast die gleiche Ausbildung. Er hat sie beim Fernsehen, ich habe sie beim Rundfunk. Ich war beim Rundfunk der DDR. Und jetzt kommt es, dadurch, dass ich aber bei Dynamo war, war ich so unangreifbar. Also die bei Dynamo haben gesagt, wer beim Rundfunk ist, vorsichtig. Die beim Rundfunk haben gesagt, wer bei Dynamo ist, Dings. Ich habe also, eigentlich habe ich gelernt, Spezialtechniker für Rundfunkanlagen. Ah ja. Habe ich natürlich nie gemacht, habe nur immer Fußball gespielt. Ja. Ja. Und so ist es dann geblieben bis zur Wende. Und dann musste ich ja irgendwas machen und dann habe ich mich praktisch so weitergebildet. Ich hatte ja eine Ausbildung, eine richtig gute.
und habe dann im Fitnessbereich ein eigenes Studio aufgemacht, wo dann auch der Jürgen übrigens trainiert hatte und alles. Und das war wahrscheinlich auch die richtige Richtung. Ja, das war die deswegen beste hast Richtung. Du noch so, so ja, noch so man muss dranbleiben und man wird ja älter. Ja. Und ihr wisst ja, ab 30 baut der Körper Muskulatur. Da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Ich siehst du immer noch schlank aus. Naja, ich sehe noch schlank aus. Ja. Ja, aber Sport ist nicht so. Ich gehe höchstens mal wandern oder Pilze. Ja, aber wandern ist was Schönes. Ja, ja. Wunderschöne Sache. Ja. Hätte ich früher nie gedacht. Und durch meine Frau dann, die sehr gerne Pilze gesammelt hat. Ja, super. Ja, bin ich immer hin. War damals gar nicht mein Fall. Ach, Wald, wo lieber laufen oder im Studio. Aber sie hat mir das so ein bisschen beigebracht. Ne? Ja. Und so. Wo wohnst du jetzt eigentlich? In Berlin. In Berlin. Ich bin in Berlin, Prenzlauer Berg. Ach so. Da, wo die Schwaben sind. Ja. In Prenzlauer Berg, auch in der Gegend Prenzlauer Allee. Ja. Zwischen Prenzlauer und Greifswald. Ah, ja. Wunderschöne Gegend, ganz leise. Also ruhig bei mir dort zu Ufern. Ich bin sehr, sehr gerne dort. Ja. Bötzow-Viertel oder was? Nee, Bötzow ist Greifswalder. Ich bin mehr, wo die Ballettschule ist. Ach so, da. Ist ja die Erich-Weinert-Ballettschule. Erich-Weinert-Straße. Ja, genau. Und da? Auf der Ecke. Direkt an der Ecke. Greifswalder, Erich-Weinert, wo der Türke unten drin ist. Direkt gegenüber vom Mühlberg-Center. Und im Mühlberg-Center hatte ich mein Studio. Wie Studium? Studio. Studio. Fitnessstudio. Ach, dort? In der ersten Etage. Gleich. Da hättest du gehen können. Ja. Hatte ich dann, das habe ich dann, mussten wir es leider aufgeben. Da war ein neuer Vermieter und wir hatten damals uns geeinigt, pass auf, wir machen nur einen Mietvertrag. Mhm. Kündigungsfrist 3 Monate. Mhm. Falls wir es nicht schaffen, sind wir schnell raus. Ja. Das ist uns zum Schluss dann auf die Beine gefallen. Weil du so schnell keine Räumlichkeiten hattest. Gab da noch Ärger. Ich hatte doch noch ein anderes Studio übernommen. Das Paramount-Studio in Treptow. Das klingt ja wie ein Filmstudio, Paramount-Studio. Ja, das war übrigens die Abu Chakas, sind da Vermieter gewesen. Mhm. Und da kann ich nur sagen, ich bin mit denen immer bombig ausgekommen. Bushido hat bei mir trainiert im Studio, richtig gut da. Der André hat das Studio geführt, hat da richtig gut gemacht und wir hatten nie Ärger. Ja. Ich muss sagen, nie Ärger gehabt. Aber dann kam die Pandemie und dann mussten wir das Studio Und jetzt haben wir alle Löwen. Die ganzen Clans und so weiter. Ja, was du meinst, ist der Remo-Clan, war? Der da gebeten hat, dass man, wenn man den findet, den Löwen wieder zurück. In Berlin ist das wahrscheinlich nur möglich. Ja. Und gut. Und dann hast du aber Fitnessstudio aufgehört. Ja. Und hast du damals schon die Fußballschule gegründet? Nee, die Fußballschule ist bereits 95 gegründet worden. Ach so. 95, das war so, dass ich habe ja im Nachwuchsbereich dann selber gearbeitet bei Dynamo. Ach so. Und lernte dort jemanden kennen, den Holger Harte. Und der, nach der Wende 95 war das und sagte, pass auf, Hartmut, du hast die Lizenz. Du musst mir helfen, wir wollen eine Fußballschule aufmachen. Hm. Fußballschule aufgemacht, deswegen heißt sie auch erste Berlin-Brandenburgische Fußballschule. Ja. Kicker-Camp. Kann man googeln. Genau. Macht das jetzt anmelden, also alle die ganzen 28 Jahre mache ich das jetzt. Wahnsinn. Ungefähr, ich habe mal nachgeschaut, extra für die Sendung, ungefähr 7000 Kinder sind durch meine Hände gegangen. Das ist richtig so. Das ist so eine Leidenschaft dann, oder? Ja, du musst schon. Wobei sich die Kinder, muss man ganz ehrlich sagen, hat sich gewandelt. Ja. Und zwar ist das Kind das gleiche wie in der Schule. Früher war man Respektperson, alles, die Eltern waren auf deiner Seite. Mhm. Heute hast du eine andere Front. Du hast Kinderdings. Und was ich ganz, das meine ich wirklich ernst, was ich ganz schlimm finde, ist, dass man heutzutage sagt, wie ich bin der Dieter Bohlen des Fußballs. Ja. Und zwar, wenn einer nicht gut ist, dann muss man ihm das klar. Aber heutzutage kommen Kinder, Jugendliche in die Fußballschule. Wenn ich dann frage, wer ist denn von euch sehr gut? Dann haut das einfach mit den Leistungen nicht. Hm. Sie werden bestärkt durch die Eltern. Es gibt eine schöne Episode von Ronaldo. Ronaldo kennt ja jeder, ist ja auch ein großes Vorbild für die Kinder. Und den hat man mal gefragt, wie gut sind sie? Und da hat er ihr antwortet, ich bin so gut, dass ich immer noch zum Training gehe. Ja. Und genau das ist es. Ja. Nicht über Demut zeigen, jawohl, ich kann nicht alles. Und Ronaldo mit Messi zusammen, die sind die Großen, da muss man nicht drüber reden. Und ich glaube, das ist falsch, dass wir allen sagen, du bist gut oder du bist sehr gut. Das macht man ja in allen Formen. Hm. Es ist einfach nicht so. Und ich mache seit 7 Jahren Lehrer an der Schule. Richtig als Sportlehrer. Ja. Großer Zufall, auch dem verdanke ich dem Fußball, Dr. André Puffert.
ist Leiter des Kinderland Schorfheide. Ja. Dort bin ich mit meiner Fußballschule. Und der unterrichtete eine Schule und dort waren Lehrerprobleme, wie ja heute leider Gottes überall. Mhm. Und der sagt, ich habe jemand, der könnte einen Sportunterricht machen. Lange Rede, kurzer Sinn, man rief mich an, ich bin dort mal kurz gewesen, hatte mir das angeschaut und war der Meinung, jawohl, das kannst du machen. Aber ich hatte ja nebenbei noch die Studios. Ja. Also ich habe unheimlich, musste dahin, bin manchmal erst vom Studio zur Schule gefahren und umgekehrt, bis ich jetzt vor 3 Jahren ungefähr bin ich dort hier angestellt, auch bedingt natürlich durch die Pandemie, dass ich mein Sicherheit jetzt hatte und das macht riesen Spaß. Ich muss noch 2 Jahre machen und dann überlege, ob ich weitermache, jedenfalls ein paar Stunden. Ich denke, dass es darauf hinauslaufen wird. Lehrer fehlen ja, ich mache von 1. bis 10. Klasse alle. Oh, ganz schön, oder? Ja, ist aber auch dankbar, weil man kann die ja, wenn man die 1. Klasse übernimmt, so ein bisschen, ich sag mal, formen. Ja. Die Eltern sind, einige, nicht wahrscheinlich nicht alle, aber bei mir ist noch so, ich sag mal, der Dynamo-Tun. Mit Antreten, T-Shirt drin, ordentlich. Ich finde das gut. Das war, hat uns nicht wehgetan. Und ich finde, dass heute sollte man das auch noch machen. Ich muss nur so machen. Die Kleinen, 2., 3. Klasse, Linie, dann stehen die aber auch so. Und das ist, dass die Leistungen deutlich abgenommen haben, müssen wir uns nicht unterhalten. Mhm. Die sind ganz, ganz deutlich. Auch bedingt natürlich durch die Pandemie, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, weil sie eben nicht draußen. Und wir schimpfen immer so auf die Jugendlichen und auf die Kinder. Wir hatten die Chance nicht. Wir haben Ball genommen und sind gemacht. Ich bin manchmal zum Fleischer oder zum Bäcker gegangen und das hat 2,5 Stunden gedauert. Meine Mutter hat geschimpft wie nichts. Aber ich habe auch 1,5 Stunden Fußball gespielt in der Zeit. Was natürlich nicht so erlaubt war. Aber ich habe es eben gemacht. Heute würden die zocken, im wahrsten Sinne. Und wir hatten die Möglichkeiten, wie gesagt, nicht. Und ich denke, ja, vielleicht muss man sie wieder durch irgendwas anderes. Ich weiß jetzt nicht, wie man das Problem löst. Das ist schwierig, ne? Ist ganz, ganz schlimm, das Problem. Es sind eben andere Interessen, die technische Möglichkeit. Mensch, was hatten wir? Wie viele Fernsehsender hatten wir? Ja. In Berlin, wenn du Glück hattest, 5. Na, hallo, ich war in 3. Hallo, ich komme aus Dresden. Du, dann weißt du ja Bescheid. 2. Ja, aber es hat uns ja auch nicht geschadet. Natürlich haben wir alle auch mal Westen oder alles geguckt. Ja. Aber wann, ich sag's immer zu meinem Sohn. Wenn wir heute Fußball schauen, machen wir doch Folgendes. Wir schauen Fußball. Wir können zu jeder Zeit, kann ich anmachen und gucken mir italienische Liga, arabische Liga, amerikanische. Früher haben wir uns gefreut, alle 14 Tage. Europapokal, da haben wir schwarz-weiß, mein Fernseher war so groß. Da hatten wir Fußball geschaut und dann bis abends um 1 oder in der Nacht um 1, weil es alle 14 Tage ja nur Fußball gab und dann eben Oberliga oder Bundesliga im Fernsehen. Aber das war was Besonderes und das ist es heute leider nicht. Nee, das ist inflationär. Nicht. Du kannst ja wirklich, du kannst heute jeden Tag und von früh bis spät Fußball spielen. Ich habe mit meiner Frau immer gerne, sie hat aufgrund ihrer Krankheit, hat sie sich dann dem Fußball zugewandt. Und hat dann begonnen, richtig Fan zu werden. Ich muss sagen, sie war dann auch zum Schluss richtig von den Regeln und alles. Sie wusste welche Mannschaft? Muss ich sagen, zu meiner nicht Schande, aber sie war Dortmund-Fan. Dortmund-Fan. Ich natürlich muss sagen, nicht. Ich bin auch. Ja? Also, weil ich, das liegt, naja, tut mir leid, setz dich weiter weg. Vielleicht hat das was mit der Farbe zu tun. Ich bin ja Dynamo Dresden-Fan. Schwarz-Gelb. Schwarz-Gelb? Ja. Und weil die ja auch schwarz-gelb, das war so immer irgendwie, ach, die haben auch schwarz-gelb. Das war, und fand ich irgendwie. Ja. Wer nicht für Bayern ist, ist für Dortmund oder eine andere. Ja, und was ist dein Ich muss sagen, und das muss ich aber richtig erzählen. Ja. Episode mit meinem Vater, der hat im Krieg ein Bein verloren. Hm. Der war also amputiert, Bein, war immer kurios, das Holzbein war. Und ich schaue mit ihm im Schlafzimmer. Er steht und Europapokal der Landesmeister. Ja. Bayern München gegen Atletico Madrid 1974. Wir schauen beide, der Reporter fasst schon zusammen, Verlängerung, 105. Minute, Atletico macht das 1-0. Schwarzenegger schießt in der 120. Minute auf Tor. Der Torwart fällt um wie eine Schranke. Tor ist drin. Schwarzenegger hat, glaube ich, noch nie ein Tor gemacht. Jetzt wirklich. Und der Schiedsrichter pfeift nicht an, sondern beendet das Spiel 1-1. 4 Tage später, Wiederholungsspiel in Rotterdam. Ja. Gerd Müller, unser beliebter, allseits großer, ganz, ganz großer Fußballer, Gerd Müller und Uli Hoeneß machen jeweils 2 Tore und Bayern gewinnt 4-0. Ab den Tag war ich Bayern-Fan. Ah, ja. Das war der Auslöser. Damals war natürlich Dynamo das alles Entscheidende für mich. Aber jetzt als Westmannschaft und Ding war Bayern und das war so geblieben. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich Uli Hoeneß, Paul Breitner, Beckenbauer kennenlernen durfte. Ja. Ich durfte öfters mal in so eine Promi-Mannschaften spielen. Ah, ja. Übrigens auch Hans-Joachim Wolfram. Ja.
Der war ja Dresden-Fan, ja, ja. Das weiß ja, ja jeder. Ja. Auch ein großer Fußballer. Und der lud mich in seine Sendung ein und haben uns so unterhalten und so. Und kurz danach rief die Bild-Zeitung an und ich hatte dann gespielt in Meiningen. BAD gegen DDR und durfte dort in der Halbzeit auftreten. Wolfgang Kempel ist uns allen bekannt. Ja. Und Lai hieß er, glaube ich. Robert Lai? War das Lai? Der hatte dann kommentiert. Und ich kannte die ja durch den Rundfunk, weil ich ja dort gearbeitet hatte. Tolle Sache gewesen. Ja. Also ich habe durch Fußball, muss ich immer wieder sagen, mein ganzes Leben hat sich um den Fußball gedreht. Ja. Und das war so schön. Ich durfte so viele Leute kennenlernen, auch aus Politik und aus Showgrößen. Ja. Ich habe dann zum Schluss 42 Fernsehsendungen gehabt. Ja. 42. Ich weiß, du bist durch alle. Alle. Man hat natürlich das sehr gut. Im DDR-Fernsehen war das so. Die erste Frage war schon mal Live-Sendung. Dann hast du gesagt, ja. Und dann wussten die, okay, der kann das. Den musste nicht irgendwas erzählen oder was. Der kann erzählen. Und dann haben die mich eingeladen. Gab Harald Schmidt. Ja. Wunderbar. Ein ganz, jetzt wirklich, alle mögen ja sagen, ein ganz lieber Kerl. Ja. Der kam nach hinten, hat sich gekümmert. Richtig gut. Ja. Also das war eine mit der schönsten Sendung. Und wie gesagt, mein Sohn, 42 Sendungen. Hat das zum Wahnsinn, Schluss gegeben. Ja, das ist so. Ich meine, das ist ja schön, wenn man dann so aus seiner eigenen Hobby lacht. Aber ich sehe es nicht gerne. Ich sehe es nicht gerne. Nee? Ich sehe mir meine Dings. Deswegen macht mein Sohn auch alles. Ah, deswegen Jan Erik, er sei gegrüßt. Und der sammelt auch alles. Der macht das sehr, sehr gut. Ja. Ist natürlich auch wie die Jugend heute. Sagen wir mal, versiert in der Sache. So affin, so computeraffin, ja, oder kennt ich, das ich alles? Ich kann das gar nicht. Ich habe, glaube ich, noch Videokassetten, wo irgendeine Sendung mit Flimmern anfängt und sowas. Aber es ist eine schöne Zeit, dass man das so machen dürfte. Ja. Doch, das ist, freut mich sehr. Ja, das sind so kleine Sachen. Es gibt ja viele Sachen, die man so hat. Was ist der schönste Tag? Natürlich die Geburt meines Sohnes. Das wieder Kennenlernen meiner, die leider verstorben ist jetzt, die Margit, hatte ich nach 36 Jahren wieder getroffen und wir sind wieder zusammen. Ach so, du hast quasi deine die große Frau, Liebe, die große wieder, Liebe wieder getroffen. Die leider gestorben ist. Jetzt im März, ja leider. Ja. Und hast trotzdem irgendwie, bist aber noch gut drauf und so. Sie hätte es so gewollt. Ja. Sie hätte es so gewollt. Ich war zum Beispiel, wir haben eine Mannschaft, da spiele ich immer noch jeden Donnerstag. In Großmachnow. Und da spielen wir jeden Donnerstag. Ja. Und nach dem Tod bin ich 2 Tage später sofort zum Fußball. Ja. Weil A, wollte ich so kaputt sein, dass ich schlafen konnte. Ja. Zu Hause hätte ich es eh nicht irgendwie geschafft. Und dadurch, dass sie auch begeisterte Fußballerin war, dann gib mir Konntest mal... Konntest du mit deiner Trauer besser umgehen? Ja, und das hilft mir heute noch. Ja. Es gibt ja viele Rituale, die ich so mache mit ihr. Lese meine Zeitung jeden Sonntag auf dem Friedhof. Ja. Das ist ein Ritual. Ich gehe früh zum Studio. Schön. Also jeden Sonntag, egal was ist Wetter, ich bin um 7 im Studio. 7, spätestens 8. Gehe dann nach Hause, gehe übrigens in ihrer Wohnung die 11 Etagen zu Fuß hoch. Das ist der Abschluss des Trainings. Dann gehe ich runter zum Briefkasten, hole die Zeitung raus, gehe zum Blumenladen, hol Blumen, der weiß auch immer schon Dings. Gehe dann auf den Friedhof, stelle natürlich die Blümchen hin, mache das Grab. Ja. Das wird eigentlich sehr ordentlich dort gemacht. Und lese dann dort meine Zeitung. Jeden Sonntag. Mann. Und ich will das auch, muss ich sagen, beibehalten. Ja. Ich glaube, das hätte ihr sehr gefallen. Ja. Ja. Komm, lass uns einen kleinen Schluck trinken. Ja, machen wir. Ja. Okay. Aber ich finde es toll, dass man eine Leidenschaft aus der Kindheit, ich meine, bei mir war es die Musik. Logischerweise, ja. Dass man das dann durchziehen kann sein Leben lang. Ich glaube, das war auch eine kleine Flucht. Ja? Dadurch, dass wir ja auch, sagen wir mal, das sagen ja so viele immer, aber dadurch, dass wir als kinderreiche Familie auch relativ arm waren, du musst dir bitte vorstellen, dass ich auch öfters in Mädchensachen als Junge in Mädchensachen zur Schule musste. Und da war eine der wenigen Möglichkeiten, dann sich hervorzutun, der Fußball. Wenn du gut warst, warst du anerkannt. Ja. Und das führte dann nach Dönich, dass ich bei Dynamo war, war das natürlich dann explosionsartig stärker. Naja. Dann habe ich gewählt. Ich durfte wählen. Ich war nicht einer von denen, die standen. Ich weiß, sondern da wurde immer ausgewählt. Du kommst zu mir. Oh nee, den nicht. Den, ja, und da stand hat ich übrigens, einer. Einer stand dann immer zu Schluss. Das, aber letztendlich entscheiden die Jugendlichen selber über Leistung. Ja. Und wenn du dann einer bist, wo sie sagen, okay, der ist so gut, dann wählt ihr. Ja. Ist übrigens heute ganz anders.
Es ist die Uhr, ja. Aber sehr schön. Übrigens ist das heute anders, wenn man sich das mal verfolgt. Daran siehst du auch, wie sich das verändert hat. Früher, wie gesagt, warst einkaufen. Mutti sagt, du geh mal zum Fleischer. Und dann hat der Fleischeinkauf 2,5 Stunden gedauert, weil ich ja 1,5 Stunden Fußball durchgespielt habe. Auf dem Kollwitzplatz übrigens. Ach ja. Was man heute wahrscheinlich nicht mehr kann. Nee. Und da hast du 3 Minuten draußen gestanden. Da hat einer hingerufen, willst du mitmachen? Ja. Dann hat einer bestimmt da drinnen, du bist jetzt bei mir, du bist. Und dann hast du, Jungs, ich muss gehen, dann bist du gegangen. Heute, mach das mal heute. Entschuldigt. Nee. Hau ab, was willst du hier, was glotzt du so? Das hat sich geändert. Wir haben einfach eine andere Erfahrung gemacht. Ja, aber ist das nicht schlimm? Natürlich. Ist das nicht schlimm? Ich möchte doch Fußball spielen und da wird heute gesagt, hau ab, was suchst du hier, was guckst du so oder sowas. Das wurde nie wieder vollkommen. Ich bin so traurig, dass ich so viele Fußballplätze heute sehe, die nicht besetzt sind, wo keiner spielen darf. Natürlich auch durch die Anwohner, die dann sagen, ist ja so laut abends, da sind Käfige, die schallen über den ganzen Hof. Man wollte 2006 durch Matthias Sammer, Dresdner, der hat damals gesagt, okay, wir machen beim DFB 2006 Plätze. Ja. Man hat, glaube ich, 190 nur gebaut und hat dann damit aufgehört. Und wenn man sich heute die Plätze anguckt, also ich möchte da nicht spielen, du wahrscheinlich auch nicht, das sind keine, Kinder wollen Netze haben oder Tore haben mit Netzen, wo der Ball zappelt. Da muss auch mal eine weiße Linie sein. Das ist der Strafraum, das ist der Elfmeterpunkt. Wenn sie nicht organisiert sind in Vereinen, dann haben sie diese Möglichkeit so gut wie gar nicht. Und dabei ist Fußball so einfach. Ja, und du wirfst einen Ball drin, jeder weiß einfach, relativ. Wir haben einfach immer auf die Wäsche. Mappen. Mappen rechts, links hingestellt. Mappen. Schuhe hingestellt. Ja, genau. Hattest du eine Laterne, dann war ich schon in Pfosten gegeben, weil ich gerade Kollwitzplatz. Ich glaube, die Laterne gibt es sogar noch. Heute sind da lauter Kinderwagen, da kannst du nicht mehr spielen. Ja, und du darfst doch nicht mehr sagen, seid mal nicht so laut, dann kommt der Ball hierher. Und, also, ich find's schlimm, weil wir unheimlich viel Geld ausgeben für Aktionen, die jetzt verbinden sollen und integrieren sollen, die aber so einfach wären. Ja, um mal den Kindern noch die Möglichkeit zu geben. Ich finde, das ist, sind eine andere Generation. Ich habe einen Freund in Dresden, der ist in der Berufsschule. Ja. Und der hat da aus aller Herren Länder Lehrlinge. Und er ist Sportlehrer. Ach Gott. Ja? Wir kennen das ja. Und dann sagt er, ich lasse die immer Fußball spielen. Ja, ist auch ich lasse die Fußball spielen. Ja, dann siehst du aber, ach, das ist der Afrikaner. Ah, der muss immer trippeln. Der Türke, der will immer gleich auf die Fresse hauen oder irgendwas. Also du siehst die du siehst quasi die unterschiedlichen Charaktere der Nationen beim aber Fußball. Und dann sage ich immer, wir spielen Fußball. Mhm. Es ist ein Spiel. Beruhigt euch alle. Ja, wir spielen hier ein Fußballspiel. Ja. Und sagt er, das klappt. Es klappt einwandfrei. Also dann, es ist die einfachste Sportart. Ja. Fußball, es gibt ja Untersuchungen, die hat man mal gemacht in Lateinamerika zu Völkern, die man entdeckt hat, also kurz davor, Zivilisationskontakte hatten die gar nicht. Und da hat man Folgendes gemacht, man hat zu einer bestimmten Zeit jeden Tag, also das Team hat dort Fußball gespielt, Stangen gemacht und haben die gespielt. Nach 3 Wochen haben die ersten Einwohner angefangen mit Fußball. Sie konnten, haben es begriffen, um was es geht, wann Torjubel ist und wann nicht wann Tor ist. Und das zeigt einfach die Einfachheit des Fußballs. Ja? Das ist doch das Schöne. Auf der ganzen Welt können alle Fußball spielen. Ja. Nicht umsonst ist es die Sportart Nummer 1 mit den größten Massenveranstaltungen, die es gibt. Das sind natürlich jetzt mit den Geldern, muss ich dir sagen, dass Mit Saudi-Arabien, was da jetzt passiert und sowas, wenn die die für 150, 300 Millionen da irgendwie. Ja, das ist für uns Zoom. Ich bin der Meinung, da haben wir einen Grad erreicht. Das geht nicht. Damals ist ja mal so ein Vorschlag, oder könnte man ja so einen Vorschlag machen, jeder soll ja im Jahr oder im Monat, sagen wir mal, 10.000 verdienen haben, ist ja schon. Dann rechnet man das aus bis 35, was kann er verdienen und bekommt dann auch eine größere Summe, dann muss man doch nicht die 150 Millionen. Was macht so ein Spieler mit 30, 40 Millionen im Jahr verdienen? Mhm. Sie sollen es bekommen, ohne. Aber macht das noch Sinn? Was macht er mit dem Geld? Manche machen ja wenigstens Brasilianer, dass die ihre Völker oder Dörfer. Was ist so mit meinen 30, 40 Millionen? Ich habe davon gehört. Man sieht es ja.
Man sieht's ja. Nein, ist okay. Aber du merkst schon, dass es ist. Was das Schlimme ist, ich durfte ja durch die Jongliererei viele Sportler kennenlernen. Ja. Richtig viele, wo also, ich auch stolz bin. Sportstudios und sonst in alles überall. Ja. Einer, ein ganz lieber, habe ich neulich wieder gehört, Heinz Florian Oerdl. Das ist so ein feiner. Also wenn es einen gibt, der so einen Nobelpreis kriegen würde für so wie die Aura und alles. Oerdl, unbedingt. Der war so, ich kann gar nicht begreifen. Also wenn ein Mensch ausgezeichnet wird als Mensch, für den dann ist es Oerdl. Ich habe Axel Stahmann, jetzt haben wir beide einen Wessi kennengelernt, einen Bombenmann. Silbermedaillengewinner im Fünfkampf 1972. Der trainiert bei mir im Studio und ich gucke schon und denke, Mensch, der kann das aber. Mhm. Ich den angesprochen und gesagt, du machst das aber auch nicht zum ersten Mal. Nö, so. Und dann haben wir sind heute noch große Freunde. Ja. Der wohnt jetzt in Franken unten. Wir schreiben uns, oder wie wir vorhin sagten, Kanai. Durfte so viele Leute kennenlernen, auch aus anderen Bereichen, dass ich immer der Meinung bin, das sind so Liebe. Aber auf was ich zurückkommen wollte, ist einfach der Fußball im Vergleich zu anderen Sportlern. Ich finde das unmöglich, dass einige Sportarten ja A, nicht im Fernsehen sind und die mindestens genauso trainieren, aber überhaupt keine Wertigkeit erfahren. Ja. Ich weiß nicht, ob du damals das, was für mich eine Backpfeife des Sports war, jetzt können Zuschauer melden sich oder was, war damals Dirk Nowitzki. Ja. Dirk Nowitzki verdiente in der Saison, schön zu hören, 92 Millionen Dollar. Schön zu hören, 92. Lässt sich als Amateur zurückstufen, damit er für Deutschland die Fahne tragen kann. Also, wisst ihr, eine Birgit Schmidt, die Kanutin, die erfolgreichste, die erfolgreichste, die hat diese Ehre nicht bekommen und sowas. Jemand, der schon Millionen verdient, als wenn er sich das erkauft hat, wird er natürlich nicht gemacht. Nein. Er ist ein großer Sportler, ohne Frage. Ja. Aber da holen doch die Relationen nicht mehr her. Frag doch mal einen Boxer einfach, die im olympischen Bereich antreten, Amateure. Mir fällt gar nicht, Bogenschießen oder Alle möglichen Sportarten. Du kannst alle Sport nehmen, außer dem Fußball. Selbst im Handball verdienen die ja nicht so viel. Nee. Ich würde auch nicht, denk mal an Hockey, erfolgreich. Jetzt habe ich gelesen, wir sind wieder Weltmeister im Faustball. Frag doch mal einen Faustballspieler, was verdienst du? Kannst du davon leben? Ja. Wahrscheinlich gibt es nicht einen Profi im Faustball. Es gibt auch keine Sendung über Faustball. Sehr gut, aber das sind ja nur einzelne Sportarten. Naja. Aber du weißt, was ich meine. Natürlich sind wir alle auch die Konsumenten. Das liegt aber natürlich, das wollte ich gerade sagen, das liegt natürlich daran, dass eben da plötzlich beim WM-Finale irgendwie 2 Milliarden Menschen da gucken auf der ganzen Welt und die natürlich da die Werbung kriegen. Aber du merkst ja, was Fußball für eine Macht hat, was die verändern können. Hm. Also das darf man ja nicht vergessen. Also Fußball selbst macht Katar, wie geht das? Und trotzdem hat alle Welt zugeschaut. Der DFB hat sich groß hingestellt. Wir machen das und das nicht. Dazu noch ihre komische Aktion. Naja, Das ist raus hier. Das macht mein Kindertheater. Aber hast du eigentlich auch schon irgendwelche Leute entdeckt in deiner Fußballschule? Ja, ganz stolz. Fußballschule habe ich ja jetzt letzte Woche beendet. Mhm. Hatte ich 5 Wochen. Also immer die reisen Sonntag an und reisen dann Samstag ab. Und eine Woche davor schaue ich, Sport 1. HSV gegen Victoria Berlin. Ja. Gucke nochmal. Und da spielte die Maja Wasiak. Mhm. Und ich habe immer gedacht, ist das oder ist das nicht? Bis sie in der 67. Minute ausgewechselt wird. Ja. Da siehst du es ja eindeutig und so. Die war bei mir in der Fußballschule, die durfte ich delegieren. Ja. Die habe ich dann zu Turbine Potsdam delegiert. Ja. Also die höchste Stufe des Frauenbereichs in Berlin und Brandenburg. Und da hat sie richtig Fuß gefasst. Hat dann, wie in dem Alter, einen Freund kennengelernt. Ist eine hübsche Frau, ohne Frage. Und da hat sie erstmal für eine kurze Zeit natürlich hat sie den Fußball was anderes beiseite gelegt. Ja. Vermutlich. Aber jetzt hat sie wieder angefangen. Wer weiß, was sie da gemacht hat. Ich habe sie angeschrieben und habe gesagt, was sie gemacht hat. Ja. Dass ich das gut fand, was sie bis dahin gemacht hat. Habe noch kleine Kritiken gemacht, dass sie offensiver und so werden soll. Aha. Hat sich auch gleich bedankt. Ja. Ist natürlich auch für Mädel gut. Okay, ich werde hier sehen. Man hat mich gesehen, jetzt hat der Kiele mich gesehen, der hat mich doch damals dahin gebracht. Ja, das ist schon einige. Die machen ja bei mir die Technikabzeichen und jemand, der über 320 Punkte erreicht, der bekommt dann von mir die Einladung, dass ich mit dem Stützpunkt telefoniere, Stützpunkttraining DFB, und die dürfen dort das erste Mal vorspielen. Das würde ich wahrscheinlich nicht mehr erreichen, 300 Punkte.
Das musst du. Wie viel würde ich erreichen, denkst du so? Also es sind 7 Disziplinen. Oh. Fangen wir mal an mit Jonglieren. Wie viel schaffst du ungefähr? Ich bin nur froh, wenn ich 3 geschafft habe. Dann hast du schon mal 3 Punkte von 420. Das siehste? Du brauchst aber 220 für Bronze. Ja. Du brauchst 260 für Silber. Aber ich habe ja noch andere Disziplinen. Ja, die zweite ist nicht so einfach. Aus 25 Meter Flanken in ein Quadrat von 5x5 Meter. Da muss der Ball aufsetzen. Ja. Na gut, aber wie viele Versuche habe ich? 3. Vor jedem Treffer bekommst du 20 Punkte. Es ist immer die höchste Zahl, ist immer 60. Also ich würde mir vielleicht... Kommt doch auf den Ball an. Den Ball kommt ganz an, leicht. Aber ich muss ehrlich mal sagen, so schlecht war ich gar nicht im Fußball. Ich war Linksfuß. Ja, aber der Linksfuß hat mit der Übung relativ viel... Nee, aber dann, ich sag mal, einmal treffe ich. Okay, dann hast du jetzt 23. Weil du ja dreimal jongliert hast. 23. Dann kommen wir zum Bande. 5 Meter Entfernung, eine Bierbank. Ja. 30 Sekunden Zeit und für jeden Treffer 3 Punkte. Immer die Bande. Immer 5 Meter. Der Ball muss aber auch die 5 Meter wieder zurückholen. Ach so. Verhungert er unterwegs, musst du den Ball kappen und wieder von 5. Na gut, dann 30 Sekunden, noch vielleicht 5 Mal oder was? Das sind 15 Punkte. Das ist aber realistisch, oder? Die Besten bei mir machen so um die 15. 20 ist ganz schwer. Gut, ich bin 20 ist ganz schwer, aber 15 kann man machen. 5, sag ich mal, so in 30. Okay. Weil ich bin ja. Sind 15. Bleiben wir bei 15. Ja. Dann hast du die nächste Kopfball, das solltest du schaffen. Da wirft, also der Tor ist am Pfosten, einer am nächsten Pfosten. Ball wird geworfen, einem dreimal unten. Ja, das solltest du schaffen. Was ist denn das für eine Abwehr? Nein, das ist keine Abwehr, weil es relativ einfach ist. Der Ball, du musst ja nur tippen. Du musst eigentlich nur berühren. Ach so, ich muss, dafür hast du also schon 30 Punkte. Dann kriege ich alle Punkte. Ja, oben musst du denn schon wieder ein bisschen. Ja, aber du bist groß, du kriegst einen Umrin. Ich kriege einen Umrin. Ich glaube doch, das wirst du schaffen. Dann haben wir die nächste Sache. Welche war da? Kunstschütze aus 16 Meter ins leere Tor, entweder von der Grundlinie 20 Punkte, 1 Meter im Feld rein 15 und 3 Meter im Feld rein 10 Punkte. Also das Tor steht so, hier ist der Strafraum, Grundlinie so rein, 1 Meter so rein 15, 3 Meter rein, so rein 10 Punkte. Ja, 10, dann nehme ich die 10. Okay, dann bist du jetzt bei, wir sind jetzt bei 53, 56 plus 10. Ja, es reicht. 56. Dann haben wir die Disziplin Dribbelstrecke unter 18 Sekunden. 25. Die ist schwer. Null. Ist null. Ja, null. Auf Dribbeln auf Zeit, das geht ja gar nicht. Dann Elfmeterschießen auf Zahlen. Elfmeterschießen. Das heißt, das Tor hat oben rechts, oben links jeweils 10 Punkte. Unten links, unten rechts 5 Punkte. In der Mitte 1 und in der Mitte oben 3 Punkte. Ah. Muss nur Schiebchen machen. Sechs Versuche. Warte mal. Dann mache ich erstmal in die Mitte. Da habe ich einen Punkt. Ja? Also sechs solltest du, wenn du die Kiste triffst, hast du ja schon 6 Punkte. Ach so. Aber das sollte man. Ja, das sollte dir. Vielleicht rutscht dir auch einer ab und der geht rechts und links. Hallo. Dann hast du schon 6 Punkte. Ich kann schön in die linke Ecke schieben nach unten. Ja, dann hast du 5. Ja. Also sagen wir mal, du triffst alle. Nee, alle dann hast du 30 Punkte. Alle unten links. Unten, ja. Ja, sind 30 Punkte. Ja. Nein, dann sind wir schon fast an den 100. Ja, da kratzen wir schon an der 100-Marke. Wir kratzen an der 100. Jetzt fällt mir, welche 7 Disziplinen, was waren noch? Na, das war's. Haben wir alle 7? Wir waren alle 7 Disziplinen, da bin ich immerhin schon bei 100 Punkten. Und ich finde, kriegst du ein Camp-Abzeichen. Siehst du? Aber Camp, nicht DFB. Camp ist bedeutet, wie man sich verhalten hat und so. Und dann gibt es Bronze, Silber und Gold. Das heißt, es gibt viele Spieler und damit ködert man sie. Sie müssen ja nicht unbedingt das Abzeichen machen. Da freut mich natürlich am meisten. Ja. Aber wenn sie sich ordentlich benommen haben und mitgemacht haben und vorher, dann können sie auch Camp Gold bekommen natürlich. Ja. Und wie alt sind die Kinder dann eigentlich? Von 7 bis 14. Bis 14. Da dürfen sie auch älter nehme ich nicht, weil da hast du das Problem. Hier. Das wollte ich gerade sagen, die fangen doch dann an. Natürlich, und die kannst du auch gar nicht so kontrollieren, weil das ja bestimmte Einfluss. Und deswegen mache ich habe es einmal gemacht, aber ist ein bisschen in die Hose gegangen, weil die den Büchsenbier bei hatten und dann hinten geraucht haben. Ich darf doch. Und dann ist man mit den Verboten. Kann man der dann auf Boomer Büchsen schießen? Ja, aber du weißt, was ich meine. Dass man, ich weiß, das muss man da nicht. Muss man sich da nicht annehmen? Nee, das tut oder? Man sich auch nicht an. Nee. Wobei sich das auch wieder verändert hat. Ich hatte es vorhin ganz kurz erwähnt. Die Eltern sind der Schwachpunkt der Entwicklung, nicht die Kinder. Es ist immer so, die Eltern sind immer der Schwachpunkt. Früher war das, wie gesagt, in der Schule anders, war.
Da sind wir hingekommen und wenn da Elternversammlung war, mein Vater war ganz, ganz selten da und wenn, dann hat er nur für uns gesprochen. Und meine Mutter war oft da. Ja, und so oft war, kennst du noch, Mittwoch Elternversammlung, da ist da Folgendes passiert. Europapokal der Fußball im Fernsehen, 20 Uhr Übertragung. Wie lange ging eine Elternversammlung? Maximal bis 8:30. Wann war Mutti zu Hause? 8:45. Entweder hat mein Zwillingsbruder Blödsinn gemacht oder ich. Einer von beiden hat immer und damit war die erste Halbzeit schon mal danach Ruhe. Es ist ja klar, weil irgendwas ist ja immer passiert, ja. Und ja, heute stellen sich die Eltern so ein bisschen hin und warum kriegt denn mein Sohn nicht Gold oder Silber? Mhm. Ja, weil das, er das so und gut. Das nicht kann. Und das, ja. Mein Sohn ist so gut. Wolfgang Kleffe habe ich, habe eine DVD, der hat eine Fußballschule, Wolfgang Kleffe, und die DVD habe ich mir natürlich geholt. Und der sagt in der DVD folgenden Satz: Der größte Hemmschuh für die Entwicklung der Kinder sind die Eltern. Weil meistens sind es die Eltern, die es selbst nicht geschafft haben. Ja. Projizieren es auf die Kinder. Mhm. Die Kinder wissen manchmal gar nicht, warum. Das kann doch nicht sein, wenn ein Spiel ist, der Trainer oder Übungsleiter, der sich übrigens die Freizeit ans Bein bindet, der die betreut, dass da Eltern hinrufen. Die tun mir manchmal richtig leid, die Ehrenamtlichen. Die das. Und die sind die Stütze. Ja, ja. Wenn wir die nicht mehr haben, wenn wir die nicht haben, was bekommen denn die? Die kriegen eine Aufwandsentschädigung, da können sie noch nicht mal tanken. Ja. Also das ist für mich ganz, ganz schlimm. Die mögen auch nicht alle ausgebildet sein, aber das spielt doch keine Rolle. Die holen die erstmal von der Straße. Weg vom Spielen, sich bewegen. Warum haben wir so viele adipöse Kinder? Weil sie nichts machen. Ja. Und wenn Fußball so einfach ist, dann, und ich habe dort jemanden, der sich wenigstens drum kümmert, der auch mal die Schuhe zumacht und sagt, Mensch, pass auf, du spielst das. Ich weiß nicht, wenn wir die Leute nicht haben und die dann so undankbar das behandelt werden. Bist du froh, dass es dich noch gibt? Nein, das ist lieb von dir. Nee, das ist ich mache das auch sehr, sehr gerne, muss ich dazu sagen. Ich meine das wirklich ernst, weil es muss ja Leute geben, die sich engagieren. Es gibt genug davon. Ja, ja. Ich bin ja heute mit dir zusammen. Ja, ja. Und deshalb ist schön, wenn man das achtet und alles. Wir müssen auch langsam zum Schluss kommen, weil... Du hast mir nämlich, wir haben uns ja mehrmals schon getroffen. Ja. Beim Fernsehen oder bei irgendwelchen Veranstaltungen. Ja. Und du hast gesagt, war das letzte Mal? Ja. Wann war das letzte Mal, wo wir uns getroffen haben? 9.04.94. Wahnsinn, oder? Ja. Nach 29 Jahren sitzen wir hier zusammen. Ja, 29 Jahre. Hatte nämlich eine Autogrammkarte? Ja, die habe ich noch da. Ja? Ich habe die Bilder sogar hier. Ich habe mal die Küche, bei mir ist es so, die Küche ist... muss ich dazu sagen, mit allen, die ich so aufgetreten bin, ist die Küche... Häng ich in deiner Küche? Du hängst praktisch neben den Eierkocher. Oh, ne, das passt ja. Neben den Eierkocher hängst du, der steht gleich daneben. Ich hänge neben dem Eierkocher. Ja, und das sind wirklich, und wenn ich darauf schaue, sind das wirklich immer schöne Erinnerungen. Schön. Ja. Du warst ja mit der ganzen Gruppe, ich weiß gar nicht, wir hatten eine ganze Menge an Sendungen sogar zusammen. Genau. Wir hatten ja auch beide so viel, eine Stadthalle hatten wir nicht, die Erkner eröffnet und so. Ich glaube, sowas alles. Ich kann mich Autohäuser und was da. Ja, wir haben mit so durch Michael Ehrenteil damals alles noch. Ja. Ach so, bevor wir uns verabschieden, du hast einen Ball mitgebracht. Den, hier, Bundesliga-Ball sogar. Also kein Bundesliga-Ball. Aus dem Spielzeugladen. Nee, gucke hier. Das ist Derbystar. Ja, ist Bundesliga-Ball, kannst du gucken. Na. Und du hast so viele schöne Gäste oder auch ganz interessante Gäste. Und da ist uns beiden ja die Idee gekommen, wir unterschreiben die und lassen alle, die irgendwann bei dir Gast sein dürfen, unterschreiben. Und wenn dir was Schönes einfällt, wo man helfen kann. Da finden wir was. Ich denke mir mal, da gibt es genug Probleme. Wir brauchen bloß einen Stift, wa? Ein Stift wäre jetzt sinnvoll. Sinnvoll. Ein Stift wäre, in Edding wäre sogar eigentlich sehr Edding, sinnvoll. Eigentlich in Edding. Hast du ihn? Ah, wir haben ja alles. Ja, du findest sicherlich eine gute Aktion damit. Wir finden das. Ist immer, wir finden was. Ich suche was Schönes raus. Ja, es gibt ja. Ja, das machen wir nachher. Ja? Ja, ja, das machen wir nachher. Aber nicht vergessen, das machen wir nachher. Den behältst du schön und Und ich freue mich, und dann werden alle hier drauf unterschreiben. Sehr gerne. Und irgendwann in ein paar Wochen oder Monaten, wenn wir jetzt irgendwann mal irgendwie genug Leute haben, natürlich. Dann versteigern wir den für irgendeine gute Sache. Finde ich super. Danke, gerne. Danke, dass du da warst.
Das ist lieb. Ja. Ich war riesen, hat mich gefreut. Mich auch. Ja. Ja. Ich freue mich immer, dass noch einige so dran denken und sagen, Mensch, den gab es doch auch und so. Ja, so gab es den. Ja. Und bei mir sind viele Sachen wieder. Ich möchte die Zahl nochmal wiederholen, warte. Sehr gut. 45.472 Mal den Ball jongliert in 6 Stunden und 24 Minuten. Wahnsinn. Ja, das war... bist du auch tot danach. Ja. Kriegst nichts mehr zustimmen. Ich bin jetzt auch tot. Ich auch. War schön. Ja. Super. Danke dir auch fürs... Ja. Essen kannst Bierchen. Du dann auch noch. Aber du, das, ich musst ja hab meine Tupper-Schüssel mit. Achso, du musst ja wahrscheinlich noch... nee, erst morgen wieder. Ja. Danke dir. Ja. War schön. Herrlich.